einer der Mitinitiatoren des Gruppe H Bergcups. So, hallo Bruno, es freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung von dir. Gruppe H Bergcup, was war geschehen? 1985 im November habe ich das Auto, den Polo, übernommen von Helmut Kirschmeier und 1986 die komplette Saison gefahren und gelernt am Berg, weil ich ja aus der Rallye-Szene gekommen bin. Aber es hat wunderbar funktioniert. So, 1987 hat begonnen mit einem Paukenschlag der ONS, heutige DMSB in Frankfurt. Sie haben die Gruppe 2 und Gruppe H verbannt, keine Meisterschaftsläufe mehr in Deutschland für diese Fahrzeuge zu genehmigen. Jetzt haben sich drei Leute, also der Herbert Morent, der Martin Kleine und meine Wenigkeit, im Teambus einmal zusammengesetzt und haben uns überlegt, was könnte man machen, um die Serien Bergrennsport wieder attraktiv zu machen, ganz besonders in den kleinen Klassen 1150 und 1300 Kubik. So, wir sind zu dem Entschluss gekommen, sich darüber Gedanken zu machen. Wie könnte man was machen? Mit wem können wir sowas machen? Und so wurde eine sogenannte Aufgabenerteilung erstellt, dass Herbert die administrative Arbeiten übernahm. Der Martin wurde angesetzt auf die als längster Teilnehmer im Bergrennsport, alle aktiven 1150er, 1300er zu kontaktieren, um Vorschläge zu unterbreiten, was wir vorhaben. Und mich hat man losgelassen zur ONS, musste alles unternehmen, um eine Genehmigung zu bekommen und sich darüber Gedanken zu machen. Martin Kleiner auf seinem Audi 50. Herbert Morent auf seinem VW Sorg Polo. Bruno Höfler auf seinem Sorg Polo. Dann kam ein Treffen in Baden-Baden zustande von einem Freund von Herbert Morent, ein riesengroßer Holzhändler. Der hat uns den Wintergarten zur Verfügung gestellt. Die ganze Nacht, bis morgens, bis es hell wurde, haben wir die Köpfe zusammengesteckt, um ein Konzept zu erstellen für den sogenannten Gruppe H Bergcup. So, jetzt der Martin hat insgesamt 45 Starter zusammengetragen. Ich hatte die gesamte Veranstalter informiert in ganz Deutschland und daraus hat sich herauskristallisiert, es machen 15, 16 Vereine mit in einem Jahr. Also wir haben insgesamt 16 Veranstaltungen gefahren in 88 und 15 in 89. Starterzahl, wie gesagt, 43 eingeschriebene Fahrer. Das Ganze haben wir festgehalten am Schlossberg. Im Schloss abends haben wir das zusammengetragen und haben die Ausschreibung erstellt, eine Ausschreibung gedruckt, Sponsorensuche. Hier hatten wir natürlich das große Glück, 4 große Sponsoren zu finden. Ganz vorne vorweg Dieter Knüttel mit Avon, dann die Firma Thyssen, dann Höfler Fenster und die Firma Ronal. Das waren alles, ich sag mal, Rennleiter der einzelnen Firmen, die ein großes Herz hatten für den Bergrennsport. Es kam eine gewisse Summe Geld zusammen.
das 20.000 D-Mark überschritten hat und auch zur Ausschüttung gekommen sind. So, jetzt kam Oberjoch, das letzte Rennen, 1987. Und hier haben wir samstags abends die Bombe, sage ich mal, platzen lassen. Und der Gruppe H Bergcup war gegründet. Jetzt hatten wir natürlich eine Sache, dass alle Veranstalter in Deutschland uns angeschrieben haben und wollten gerne mitmachen. Die Grenze haben wir gesetzt auf 15 Veranstaltungen. Und Langenberge, Baunatal, ist für 1989 ausgefallen. Leider stand die sehr gut organisierte Veranstaltung unter keinem guten Stern. Denn schon seit geraumer Zeit wurde versucht, diese gute Veranstaltung aus dem Motorsportkalender zu streichen. Dem Veranstalter und seinen zahlreichen Helfern sei auf diesem Wege nur zu sagen, weiter so. Der Motorsportkalender braucht so eine Veranstaltung, die absolut reibungslos und mit den zahlreichen, sehr disziplinierten Zuschauern doch wohl keines weiteren mehr bedarf. Da können ruhig einige Gruppierungen auch noch so viele Barrieren nachts auf eine Strecke stellen. Es ist ja nur eine geringe Minderheit absolut andersdenkender Menschen. Hier hatte die erste Bewerbung, das erste Auslandsrennen von Eschdorf, haben wir mit reingenommen, Luxemburg. Das war also die Entstehung für Gruppe H Cup im Ausland. So, jetzt das Jahr 89 sehr erfolgreich für alle abgeschlossen. Und dann kam natürlich im Oktober die Wende. Das heißt, die DDR wurde aufgemacht. Und das war der Anlass für meine Person, aus dem Gruppe H Bergcup auszusteigen, da ich beruflich den Osten übernehmen musste. Ich war Verkaufsleiter bei der Firma Thyssen. Und das hat sich nicht vereinbart mit dem Bike-Rennsport. Und Herbert hat aufgehört, weil er seine Niederlassung im Osten aufgemacht hat und auch sich seinem Unternehmen widmen musste und hat sporadisch nur noch ein bisschen Langstrecke-Pokal am Nürburgring gefahren. Und hier kam jetzt auch unser Andreas Schettler zum Vortrag, der unter anderem ja die Pressearbeit übernommen hatte für Sportfahrer und für Rallye Racing und hat den Gruppe H Cup weitergeführt mit Martin Kleine und das sehr erfolgreich. Was war eigentlich deine Lieblingsstrecke? Da gibt es zwei. Wenn es eine gibt. Ja, Daniel, okay. Da gibt es zwei. In erster Linie einfach mal der Wallberg am Tegernsee. Das war eine Veranstaltung, nicht nur, dass der Franz Josef dort war, sondern allgemein eine ganz fantastische, tolle Strecke. Sehr gut trainieren muss und dann natürlich für jeden Bike-Rennfahrer Oberjoch. So, Oberjoch war ja Europameisterschaftsendlauf und da war auch die gesamte europäische Elite vertreten. Wir dürften mit unseren Gruppe H Autos, sage ich mal, dabei sein.
Herbert Morent kam ja vom Oberjoch, er wohnt auch in Oberjoch. Und wenn ich daran denke, dass er zweitbeste Tourenwagenzeit gefahren ist, hinter Georg Blaser, sieht man mal, was die Streckenkenntnis, worauf man jetzt hinaus will, ausmacht. Das heißt, am Vorstart solltest du stehen, klar im Kopf. Du musst die Strecke natürlich dementsprechend trainiert haben und auswendig kennen und dich auf die Gegebenheiten des Tages, ob Regen, trocken, warm, kalt, alles ein bisschen einstellen. Ängste darf man nicht haben. Das heißt, nach wie vor wie jeder andere, Helm auf und dann bist du für dich alleine. Du fährst gegen dich selbst, nicht gegen die Konkurrenz, sondern nur für dich alleine. Und wie bist du da vorgegangen? Wie hat man sich die Strecke gemerkt? Bist du die abgefahren oder? Also wir sind in der Regel donnerstags angereist, hatten den Freitag zu trainieren mit dem Privat-PKW, um das Ganze abzufahren. Ich bin leider, oder nicht leider, ich bin gesegnet von Geburt an mit einem fotografischen Gedächtnis. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel Oberjoch innerhalb von viermal zu trainieren, war das im Kopf. Da habe ich nichts mehr dazu zu machen brauchen. Das war, ist eine Gegebenheit, die haben einige Menschen. Und das ist so, ist eine tolle Geschichte. Andere wiederum trainieren sektionsweise oder aber fahren halt eben morgens um 3 oder um 4 Uhr, wenn noch niemand unterwegs ist. Hat der Herbert Stenger immer gemacht. Der ist also morgens im Dunkeln schon losgefahren, um zu trainieren. Habe ich nicht gebraucht. Nicht gebraucht. Das, ja. Aber was so faszinierend am Oberjoch war, du fährst ja quasi am Anfang aus dem Ort raus. Ne? Du bist ja recht noch eine Tankstelle gewesen und alles. Das war damals überhaupt nicht gesichert, irgendwie mit Gitter oder sonst irgendwas? Gitter. Ja, das okay, war abgesichert okay. Mit Gitter. Und links ist die heutige Schnitzelalm, die Gaststätte. Und dort war der Bremspunkt, die Treppe. Oh. Okay. Aber der Start war ja früher nicht wie heute bei den Oldtimern unten im Ort, sondern oben ungefähr 150 Meter vor der Gaststätte. Beim Rennen in Handstein, das war 1989, ist der damalige ONS-Sportkommissar Karl Schmidt auf die Idee gekommen, du, Bruno, folgendes, das Ziel ist ja die unmittelbar vor der Mülldeponie. Und ihr müsst in die Mülldeponie rein, um zu wenden für die Rückführung. Was hältst du denn davon, wenn wir mal alle Gruppe H-Cup-Fahrzeuge über die Waage fahren lassen, nach dem Training? Im letzten Trainingslauf mussten alle, der Karl Schmidt hat den Wiegemeister gemacht und mussten alle Teilnehmer über die Waage. Das waren 35 Fahrzeuge und daraus waren 6 Stück, die nachbessern mussten. Zu leicht oder wie? Zu leicht. Oh, okay. Von 10 Kilo bis 36 Kilo. Oh. Ja. Und diese 36 Kilo zu leicht war auch ein VW Polo. Der war gelb, Namen möchte ich jetzt keinen sagen, auf jeden Fall einer von den schnellen Leuten. Und das Ganze wurde kontrolliert am Sonntag nach dem ersten Rennlauf, mussten wir wieder alle drüber. Und da waren statt 6 nur noch 5, weil einer hat es nicht verkraftet, der ist nach Hause gefahren. Ach du Scheiße.
der auch extrem zu leicht war. Aber das nur mal so am Rande, diese kleinen Episoden, was sich der Gruppe H-Cup geleistet hat in dieser Zeit. Und ich möchte nur noch mal erwähnen, wir haben dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum. Ich verfolge das nach wie vor noch im Netz und gehe auch auf verschiedene Rennen und schaue mir das noch mal an und wünsche den heutigen Verantwortlichen vom Gruppe H Bergcup bzw. KW Bergcup. KW Bergcup, alles Gute für die Zukunft. Macht weiter so. Es ist einfach eine tolle Geschichte. Und ich erinnere mich sehr gern daran, was wir da gegründet haben.